Sim, tá bom. Intermarché. Intermarché in Elena Cora. Das Öl, das sind weniger als 1 Euro. Der heutige Kurs war 4,29 und das kostet 3,99. Das sind dann 90 Cent. Hab schon lange kein Öl mehr gekauft für 90 Cent, na, der Liter. Deshalb nehme ich es jetzt mal mit, damit ich sagen kann, ich habe mal wieder zum normalen Preis Öl gekauft. Schauen wir noch mal nach dem Fisch. Ketchup 2,29. Das kostet jetzt Klopapier. Klopapier ist ja nicht runtergesetzt. 21, 17 Swati, 8 Swati, nachdem verschiedene Packungsgrößen. Ich habe jetzt hier auch meine Vergleichsliste nicht dabei, um das irgendwie vergleichen zu können. Hier kommt was für die Frauen, Poli, 16 Swati, 4, 8, weniger als 4 teurer. Genau kann ich jetzt im Kopf nicht ausrechnen. Und hier die Männerabteilung, Rasierschaum, 15 Swati, 13 Swati, Schauma für 14 Swati. Was ist denn das? Ist das Seife oder was? Ja, das ist Seife. Seife im Weihnachtsmann. Also ich habe ja schon viel gesehen, aber das noch nicht. Und hier als Tannenbaum. Gut, jetzt bis zu Weihnachten sind es aber noch 11 Monate hin. Da kaufe ich jetzt noch nicht. Aber merkt euch das mal, das gibt es hier in Elena Cora im Intermarché. Oh ja, hier. Die polnischen Senfsorten, die habe ich auch gern, die sind auch schön. Die gibt es in verschiedenen scharf und süß. Und aber die habe ich auch gern, die sind auch schön. Was ist das? Haarschneidemaschine. 30 Swati. Na gut, dann gehen wir mal zur Kasse.
Die müsste dann irgendwo hier vorne sein. Aber in der Galeria hier, Galerie Rünig oder wie es heißt, in Jelena Gora, hier ist schön einzukaufen. Wir waren schon am Klamottengeschäft und oben das Museum, das Automuseum, da habe ich einen separaten Video gemacht. Das macht Spaß, hier einzukaufen. Da Obst und Gemüse sieht da schön frisch aus. Ja, und jetzt gehen wir mal. Brauchen wir das? Gut, das war's jetzt erstmal. Okay.